mir ist aufgefallen, jetzt vor einiger Zeit, wo wir ja alle in dieser wahnsinnigen Krise leben, dass wir in Wirklichkeit, wenn wir geboren werden, wir werden immer älter und haben trotzdem Angst, immer früher zu sterben. Mhm. Wo ich sage, das ist so ein Widerspruch in sich und ist aber gleichzeitig eine Motivation zu sagen, wir müssen etwas verändern. Und ich freue mich, dass wir so den kleinen Dienstweg haben, miteinander reden können und bin auch sehr zuversichtlich, dass wir etwas verändern können, aber sicherlich nur, wenn wir uns entsprechend vernetzen. Jetzt würde mich interessieren, wie sehen Sie das? Funktioniert Vernetzen überhaupt? Oder es gibt ja schon so viele Netze. Oder wo könnte man ansetzen, um hier neue Wege zu starten? Also ich glaube, dass wir uns wirklich vernetzen sollen, und zwar auf drei verschiedenen Ebenen. Also ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass man sich vor Ort mit den Kollegen und Kollegen vor Ort, mit denen man zu tun hat, die so denken wie man selbst, dass man sich vernetzt, dass man auch mit ich arbeite in einem Labor, es ist für mich ganz wichtig, mit anderen zu arbeiten, die direkt in der Patientenversorgung tätig sind und auch mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen vor Ort. Dann ist es auch wichtig, dass man sich auf einer regionalen Ebene, wie wir das jetzt tun, und dass man sich landesweit vernetzt und dass man bestimmte Kompetenzen, also eine ganz wichtige Gruppe, mit der ich arbeiten dürfte, ist diese Gruppe 7 Argumente. Das ist eine interdisziplinäre Gruppe von Hochschulangehörigen. Wir sind inzwischen über 100 Leute, meistens sind das Professoren, aber nicht nur, aber aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen, also Recht, eine Astronomin ist dabei, eine Agrarwissenschaftlerin, Molekularbiologen, Ärzte, Juristen, Historiker und so weiter. Und aus diesem Austausch aus ganz verschiedenen Disziplinen entstehen ganz neue Impulse. Also das ist die andere Ebene. Und ich glaube aber, das ist auch wichtig, dass wir uns jetzt gerade um die Frage Corona uns international vernetzen. Weil ich glaube, dass wir tatsächlich sowas erreicht haben wie einen Kipppunkt. Und ich glaube, diesen Kipppunkt, das ist nicht eine Sache, die Krise war ja nicht national, sondern weltweit. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt gemeinsam uns anstrengen und konzentrieren, da ist so viel Information zusammengekommen, dass wir das auch international kippen können. Und wenn das international kippt, macht es auch gerade für Nationalregierungen, die vielleicht ein bisschen zögerlich sind, das aufzuarbeiten. Also diese verschiedenen Ebenen sind alles sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass es was bringt. Martin? Ja, ich gehe ja noch ein Stück weiter. Unterstütze alles, was Sie gesagt haben, finde ich fantastisch. Ich glaube nur, wir müssen auch aus dieser berufsbezogenen und doch, wenn man so sagen möchte, geistigen Elite ein bisschen rausgehen. Mhm. Und die Vernetzung sollte aus meiner Sicht querbeet sein. Ja. Ich habe von einem von mir sehr geschätzten Wirtschaftsexperten gehört, dass für den Aufbau so eines Netzwerkes, ja, man im Prinzip drei Dinge braucht, dass es funktioniert. Das eine ist die kritische Masse, die je nach Quelle zwischen 7% und 12% liegt. Etwas, was wir allein in Deutschland locker erreichen würden. Das zweite ist eine Struktur. Und da muss man sagen, es gibt ja schon Kleinstrukturen, die funktionieren. Ja. Das heißt, es geht nur um die Vernetzung der Kleinstrukturen und daraus dann sozusagen diese Metastruktur zu entwickeln. Und das dritte ist eine Erkennbarkeit, eine Symbolik. Ja? Wo mir zumindest von diesem Wirtschafter gesagt wurde, dass dazu das weiße Band ganz gut funktionieren würde. Dass jedes andere Symbol wäre auch tauglich, aber für mich war halt die Entscheidung die, es soll etwas sein, was dauerhaft ist, was ich immer am Körper tragen kann und damit nicht vergessen kann, was dezent ist, aber wenn man hinschaut, trotzdem auffällig. Und wo es nonverbal zu einer Kommunikation kommen kann, wo ich sage, egal ob das jetzt der Richter ist, der Anwalt, der Polizist, der Militärangehörige, der Lehrer, die andere Mutter, die das Kind in die Schule bringt, der andere Demonstrationsteilnehmer oder was auch immer, ein Mensch, den ich neu kennenlerne, dem ich zufällig auf der Straße begegne, dass ich sage, ich weiß, wie seine Geisteshaltung ist. Und wo man dann, der Effekt, der eine ist ja die Vernetzung, aber die andere Sache ist ja auch etwas, was ja viele Leute nach wie vor meinen,
weil es ihnen immer suggeriert wird, ist, wir sind ja eine Randgruppe von Spinnern, ja, die sozusagen da vielleicht auch antidemokratische Gedanken oder ich weiß nicht was. Und plötzlich stellen wir fest, wir sind viele. Und wenn wir viele sind, dann können wir auch selbstbewusst auftreten. Und es ergeben sich, also zumindest war das meine Erfahrung, die ich gemacht habe, extrem interessante Begegnungen, wenn man plötzlich beim anderen sieht, man braucht ja nur aufs Handgelenk schauen und sieht dann das weiße Band und sagt, ich weiß, wie der tickt. Ja. Und man spricht miteinander und hat den Eindruck, als würde man sich schon Jahre kennen. Ja. Und das ist etwas, was ich glaube, was funktioniert. Also gerade, es gibt Leute in Indien, die das Band tragen, in den USA, die das Band tragen, in der Schweiz, also in verschiedenen europäischen Ländern, in Österreich sind es mehr als 20.000, die es mittlerweile tragen, ja, und wo, die sich damit auch kenntlich machen. Und vielleicht darf ich das am Rand auch noch sagen, weil ich natürlich jetzt drauf schaue. Es gibt, und ich mache bewusst Werbung dafür, ja, es gibt im Internet, allerdings auf YouTube wurde es gesperrt. Ich glaube, es ist eine Schweizer Band, die das Lied Power als Protestsong gebracht hat. Und ich habe dieses Video gesehen und es beginnt mit einem Blues-Abspieler, der anfängt und dann einem Sänger und das sind Gitarristen, Bläser und alles. Der Blues-Abspieler, der Sänger und beide Gitarristen tragen das weiße Band. Und ich habe mir gedacht, ups, was ist da passiert? Ja? Aber dieses Erlebnis bestätigt einen darin, dass man offensichtlich hier eine Symbolik gewählt hat, weil was auch noch dazu kommt ist, es ist weltweit verfügbar und es ist billig. Ja. Selbst die Leute in den Slums können sich das leisten und damit eine Position beziehen. Und ich glaube, das ist ja im Sinn der Entwicklung einer globalen Menschenfamilie, wo wir jetzt die Chance dazu haben, das zu machen, ist das, glaube ich, ein essentieller Part auch. Wenn ich was dazu sagen darf, ich glaube, also erstens das Wort, Stichwort Menschheitsfamilie, ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben hier in dieser ganzen Krise ein Versagen, wenn überhaupt, dann ein Versagen der Eliten. Das muss man so festhalten. Genau. Und wir jetzt, wir sind es gewohnt, in diesen Sphären so uns zu bewegen, aber es muss natürlich in die Bevölkerung hineingetragen werden und es kann nur Erfolg haben aus der Bevölkerung heraus, aus unseren Kreisen heraus, kann es keinen Erfolg haben. Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Ja, ich sehe auch diesen Punkt, dass wir, mir ist ja auch aufgefallen, dass selbst ich angesprochen werde. Und man erlebt auch manchmal, dass man einfach so hinterrücks angesprochen wird. Sind Sie nicht? Toll, was Sie machen. Und weg sind die Leute wieder. Und man dann sieht nach dem Motto, Sie nehmen es auf, Sie trauen sich einen anzusprechen, sich damit zu outen, vielleicht den anderen gegenüber noch nicht. Aber die Masse ist da, die das gerne wollen. Und wenn ich jetzt halt, was ich ja schon mal sagte, wenn ich jetzt sehe, dass hier die Juristerei in Deutschland anfängt zu sagen, wir machen irgendwo Druck auf die gesetzlich Krankenversicherten. Und wenn die sich nicht impfen lassen wollen, dann gibt es irgendeine Leistungskürzung. Dann erinnere ich mich immer zurück an das HUZ, was ich mache, das Humanitäre Unterstützungszentrum, wo ich auch sage, also wenn du die Ungeimpften nicht haben willst, dann gib sie mir. Dann würde ich also wirklich sagen zur Politik, hast du irgendwo ein leeres Krankenhaus? Gib es mir. Ich frage die ganzen nicht mehr arbeiten dürfenden Krankenschwestern und Ärzte und wir machen ein Krankenhaus auf und machen einfach mal eine andere medizinische Versorgung, um es zu zeigen, dass es auch anders geht. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, da braucht man viele, viele Leute, die dabei sind. Aber solche Beispielprojekte müssen ja irgendwann in der Welt auch mal gestartet werden. Und dann unter der Prämisse bis hin zu, dass es gesunde Nahrung gibt. Also ein deutsches Krankenhaus mit der Nahrungsmittelversorgung ist ja etwas, wo wir alle wissen, da möchte ich nicht mal naschen. Ich möchte nicht mal probieren. Wenn ich immer den Teller sehe mit dem Deckel drauf, wo die Wurstscheibe halb rausringt und rausgequetscht ist, möchte ich einfach nicht. Das heißt, wir müssen so viel verändern und ich kann es nur im Bereich der Medizin anbieten. Du wirst das Labor, Sie sind Labor, Sie kennen sich mit Chemie und dergleichen aus. Das heißt, wir müssen ja wirklich eine wahnsinnige Vernetzung machen. Wie kann man sowas aber realisieren, dass es effektiv wird? Also ich glaube, es gibt auch, was Herr Hadic gesagt haben mit diesen 8-10%, das ist tatsächlich so. Also man muss nicht alle überzeugen, das ist der erste Punkt. Und es wird immer bei jeder neuen Entwicklung gibt es so eine Kurve. Es gibt die Early Adopters, sagt man, die draufspringen. Dann gibt es einige, die warten ein bisschen, dann machen sie mit. Und dann wird immer eine Gruppe haben, die nie
die immer unerreichbar sind und unbelehrbar sind. Aber wir müssen nicht den Anspruch haben, jetzt die Mehrheit zu überzeugen. Es reicht, wenn wir sagen, okay, wir wollen vielleicht 10%, 15%, und die ist locker vorhanden. Mhm. Und wenn man das macht und wenn das, was man vertritt, eine gewisse Strahlkraft hat und letztlich in der Wahrheit bleibt. Und es geht letztlich hier um die Wahrheit. Und wer die Wahrheit hat, eine enorme Anziehungskraft, eine enorme Strahlkraft. Und das wird von den Menschen gesehen werden. Und die werden sich danach richten. Wir haben jetzt ein Empire of Lies, sagt man. Also ein Reich der Lügen. Lüge auf Lüge auf Lüge. Seit Jahren. Und die Menschen haben es satt. Und wenn jetzt die Wahrheit strahlt von allein, die muss man nur darstellen, die ist an sich sozusagen erkennbar. Und daher, glaube ich, brauchen wir uns gar keine Sorge machen. Die andere Sache, die wir wirklich sagen müssen, ich hatte neulich mit dem Anwalt Carlos Gebauer darüber gesprochen, dieser Spruch, fürchte dich nicht, aus der Bibel. Also wir müssen tatsächlich diese Angst, das ist die erste, die Wahrheit, und die zweite ist, und Angst befreit. Wir müssen die Angst ablegen. Die Leute haben aus Angst vor dem Tod, aus Angst, die haben sich in die Ecke treiben lassen. Und wir dürfen diese Angst, es ist wirklich so, wenn wir uns nicht mehr fürchten, was soll uns dann schon passieren? Ja? Und diese beiden Sachen, glaube ich, wenn es uns gelingt, diese beiden so Signale in die Welt zu setzen, dann wird es eine Reaktion geben, eine positive, bin ich mir ganz sicher. Und man kann das nicht, man kann den menschlichen Geist nicht permanent unterdrücken. Der wird immer wieder aufkommen. Also da bin ich eigentlich, ich bin sozusagen pessimistisch manchmal, aber in der Summe, mittelfristig bin ich mehr als optimistisch, dass das uns gelingt. Ja, und weil du nur gefragt hast, wie soll das gelingen, das ist ja ein intensives Unterfangen. Ja, aber wenn du dich umschaust, es gibt so viele hervorragende Initiativen, die ja eigentlich schon laufen. Nimm dich mit dem Hutz, das du hast. Ja? Und es gibt woanders Ärzte, die kostenlos behandeln. Es gibt Leute, die gehen als Gutachter kostenlos hinaus. Es gibt Leute, deren Wissen kann man anzapfen, ohne dass sie was dafür verlangen und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die in ihrem eigenen Umfeld was bewirken, wie auch der Professor Kullner und so weiter und so fort. Das heißt, das gibt es ja. Das, was nur fehlt, sind die Brückenschläge, die dann noch erforderlich sind, um das zu einem gemeinsamen zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, damit man dann auch nicht enttäuscht wird, dass man hier vorbereitet hineingeht. Das heißt, die Struktur. Wir kommen wieder in die Fragestellung der Struktur. Und etwas darf man ja auch nicht vergessen. Dieses Empire of Lies, nicht? Also dieses Lügengebäude, dieses Riesige, bindet natürlich zur Erhaltung enorme Kräfte. Diese Kräfte haben wir ja, die brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja nichts zudecken. Wir können ja wesentlich ökonomischer arbeiten, weil wir müssen nichts kaschieren. Wir brauchen weder Zeit noch Geld noch irgendetwas und keine Kreativität, um zu sagen, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Sondern wir können das geradlinig durchziehen und haben damit einen hohen Effizienzgrad bei dem, was wir tun, weil es zweckgewidmet ablaufen kann. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, schön, dass ihr alle so optimistisch seid. Ich bin's auch, muss ich dazu sagen. Ich sage im Bekanntenkreis immer, stellt euch vor, wir sind in den 50er Jahren, die Aufbruchstimmung. Da war es alles, es war alles kaputt, aber in den 50ern, es ging einfach nur aufwärts. Es wurde immer besser und besser und das war garantiert eine schöne Zeit. Heinz Erhardt, der hat richtig gute Witze gerissen. Da konnte jeder und auch heute kann man noch drüber lachen. Ich glaube, das wird die Zeit, die jetzt demnächst kommen wird. Und darauf freue ich mich und ich denke, wenn wir uns dann weiter vernetzen, dann wird das sicherlich noch einige schöne Treffen auch bei uns geben. Und ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank, Martin, Herr Professor Kuhlen, ganz toll, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank. In diesem Sinne, also wer sich mit vernetzen will, wir freuen uns über jeden, der sagt, ich habe Ideen, ich bringe mich gerne ein und dann schauen wir auf eine positive Zukunft. Danke.